Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sitzen hier in der Dortmunder Westfalenhalle. Ihr seht hinter mir die Arena und neben mir seht ihr Maurice Adorf. Der wird hier am 25. März seinen Kampf gegen Anastasios Ratsioliadis nachholen. Einer der am meisten erwarteten Fights auf einer ohnehin schon stark besetzten Fightcard von NFC 13. Maurice, wir hatten gerade den Black Table, einen etwas anderen Black Table. Es war diesmal nicht so, dass ihr euch da gegenseitig die Beschimpfung um die Ohren gehauen habt, sondern es war nicht das, was ihr gesagt habt, sondern eher wie ihr es gesagt habt, was irgendwie die Luft zum Schneiden, dass man die Luft schneiden konnte, irgendwie hat sich das angefühlt. Wie hast du es erlebt? Ja, aber also wie gesagt, jetzt keine Beleidigung, sowieso nicht. Ist auch so jetzt nicht mein Ding, dass ich irgendwie beleidige oder so persönlich werde. Weißt du? Aber ich weiß, was du meinst, war was so in der Luft. Mhm. Man hat gemerkt, dass beide auf jeden Fall Bock auf den Kampf haben, auch wegen der ganzen Story jetzt und so weiter. In der Halle, wir sind hier in der Halle schon, kann auch daran liegen, wer weiß. Ja, die Atmosphäre, die spürt man definitiv, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Tasso sich darauf eingestellt hat, dass du hier reinkommst und eine Salve nach der anderen abfeuerst. Und das ist aber gar nicht passiert und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, ich glaube auch, dass ich glaube, dass bei vielen so jetzt, also wenn die jetzt so Stairdown oder irgendwas Media Day mit mir haben, dass die dann wegen der Vergangenheit sich, glaube ich, schon ein paar Tage vorher irgendwie darauf vorbereiten oder so mit dem Kopf reingehen, boah, der wird gleich bestimmt bababam voll ausholen, weißt du? Aber warum so, weißt du? Der hat mir jetzt keinen Grund gegeben. Die Sache ist passiert mit dem Gewicht, so. Ich war krass abgefuckt an dem Tag, am Eventtag, hat man ja auch gemerkt, in dem anderen Interview, aber jetzt hat sich alles, ist alles okay. Wir kämpfen am 25.3. Let's go. Diese Gewichtssache, die blendest du komplett aus? Komplett, ja. Ich muss, also. Ich kann mir jetzt keine Gedanken darum machen, ob der sein Gewicht packt. Weißt ja. du? Ich mache mir Gedanken um den Kampf. Den habe ich im Kopf. Den visualisiere ich. Weiß nicht, ob der sein Gewicht packt. Ich packe mein Gewicht. Das ist die einzige Aufgabe, die ich vorher habe. Finde ich eine gute Einstellung, weil Tasso ist ein gefährlicher Gegner. Was glaubst du, wird am gefährlichsten? Ja, der ist mehr boxerisch. Also der hat einen Stil, der geht nach vorne mit wilden Händen. Auch mal so diese Kreuzschritte, ein paar, drei, vier Schritte nach vorne mit Händen. Weißt du? Klar, ist immer gefährlich, ist MMA, dünne Handschuhe. Man muss immer aufpassen, weißt du? Gerade bei so einem Stil muss man auf jeden Fall immer wach sein und so. Aber wie schon gesagt, ich trainiere jetzt am Rani Palace. Ich trainiere mit Leuten, die das alles, die das perfektionieren, die keinen einzigen Schritt nach hinten machen, egal was ist. Egal, ob jemand vor denen steht, der 30 Kilo mehr wiegt, weißt du? Die stehen da und machen Druck und ballern. Und ich bin jetzt seit einem Jahr da. Und ich weiß, dass, wie schon gesagt, hier in NFC 66 Kilo keiner mir diesen Druck geben kann, den ich jeden Mittwoch beim Sparring bekomme. Deswegen, also klar, ist gefährlich, ist immer gefährlich, jeder ist irgendwo gefährlich. Der, wie gerade gesagt, hat seine Stärken im Stand, also in seinen Händen vor allem. Aber man wird sehen, ich werde auf jeden Fall nach vorne gehen und der wird auch nach vorne gehen und deswegen prallen wir aufeinander. Es erwarten ja alle eine Ballerei, ne? Weil ihr beide im Prinzip für euren, Standstil, für euer Striking bekannt seid, aber... Was heißt Ballerei? Stand heißt nicht gleich Ballerei, weißt du? Es gibt Ballerei, dass man einfach reingeht und denkt, okay, ich hau jetzt, ich schmeiß Hände und irgendeine wird den schon gleich treffen. Russisch Roulette. Ja, aber das braucht man jetzt von mir auch nicht erwarten. Ich bin immer jemand, der mit Kopf kämpft, weißt du? Deswegen, also... Naja, und wenn man sich deine letzten Kämpfe anguckt, sind das auch Kämpfe, die du über weite Strecken am Boden gestaltet hast. Und das hat irgendwie keiner so richtig auf dem Zettel. Aber wenn man mal bedenkt, dass das im Prinzip zumindest in den vergangenen Kämpfen von Tasso auch die größte Schwäche war, vielleicht ist das ja auch eine Option. Ich werde den runterholen. Ne? Ich werde den runterholen mit Takedown. Ja, auf jeden Fall. 100%. Das ist MMA. Also er kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass er grappeln muss in dem Kampf. Die Aussage von dir im Black Table, die ihn am meisten getriggert hat, das hat er gerade erzählt im Interview, war, dass du prophezeit hast, es wird ein Finish durch Bodyshot. Den Bodyshot, das fand er frech. Das hat ihn getriggert? Mhm. Echt? Mhm. Ja, du hast mich gefragt, was ich denke, wie der Kampf ausgeht. Ja. Ich war heute Morgen, ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, bin zum Fitness gegangen. Und da hatte ich nochmal so einen Gedankenblitz, dass ich den mit Bodyshot finische. Also habe so ein Bild im Kopf gehabt, visualisiert. Und dann habe ich halt gesagt, weil das ist das, was ich so zuletzt gesehen habe. Ja. Und ich glaube, dass er zum Körper weniger einstehen kann als zum Kopf.
Wie ist das für dich, hier in diese Halle zu kommen? Also, ziemlich große Arena. Ich meine, jetzt sind ja große Arenen für dich nichts Neues. Ne? Wenn ich mal an die Küppi denke und so weiter. Da war die Hütte auch voll, da war die Stimmung auch gut. Das war sogar direkt bei dir zu Hause, im Grunde genommen, wenn man so will, noch näher dran. Aber selbst hier hast du ja im Grunde noch Heimvorteil, wenn man so möchte. Ne? Also, es ist nicht allzu weit weg. Wie ist das für dich? Ich habe ja gerade schon zu dir gesagt oder zu euch, ich finde die Halle noch mal viel krasser als Köpi. Keine Ahnung, ob die größer ist oder ob hier mehr reinpassen, weiß ich nicht. Aber ich bin gerade hier reingekommen, als ich angekommen bin. Durch den Haupteingang, da läufst du ja direkt hier in die Halle rein. So. Ja. Du denkst dir, Alter, wo bist du hier gelandet? Da? Wie so ein Schlachtfeld ist das hier wirklich. Also die Halle hat so eine Stimmung, ohne Scheiß. Also wenn ihr hier reinkommen würdet jetzt in so einer leeren Halle wie wir, dann würdet ihr das fühlen. Die hat so eine, ich weiß nicht so, als wenn die nur für Kampfsport gemacht ist, weißt du? Ist heftig, also. Ja. Ist brutal. Ja, ich war ja vor über 3 Jahren in so einer großen Halle gewesen, gekämpft. Aber ist auch lange her. Fast 3 Jahre nicht gekämpft. Ja, weißt du, das trotzdem, also so das flasht mich trotzdem. Ist krass. Ich weiß ja nicht, ob du an Schicksal oder Zufall oder was auch immer glaubst, aber die Tatsache, dass am Ende diese lange Pause sich immer länger gezogen hat und so viele Rückschläge kamen und jetzt am Ende noch das mit diesem Gewicht im Dezember sozusagen, ne, das Tüpfelchen auf dem I war und ihr jetzt aber hier seid und hier eure Bühne bekommt und am Ende vielleicht sogar allen anderen die Show steht, die hier kämpfen und ich meine, es sind ein paar große Namen auf der Karte, Khalita, Max Boga, Merle und so weiter. Das ist schon eine krasse Story, oder? Ist schon krass, auf jeden Fall. Also man kann sagen, was man will, ne? Hier ist es 10-mal krasser, als es zuletzt in Düsseldorf war, ne? Oder wäre. Hier kann es nur krasser werden in der Halle. Und ja, wie gesagt, ich mache mir da gar keine Gedanken rum, genau wie um dieses Gewichtssache oder so. Ich gucke nach vorne, ich weiß jetzt, 25.3., wir sind hier in der Halle, krank. Ich glaube, das wird das heftigste Event, was so in Deutschland war bis jetzt, von der Fightcard her und den Namen her, wie du gerade erwähnt hast, von den Kämpfen her, weißt du? Deswegen, also, hat schon alles seinen Lauf genommen. Und wird auch langsam Zeit, dass du mal kämpfst. Du hast schon scherzhaft gesagt, ich habe mehr Face-Offs gemacht als Kämpfe. Und wir haben, das nehme ich jetzt gleich mal als Überleitung, wir haben natürlich auch vor dem Interview die Zuschauer gefragt, ob die ein paar Fragen haben. Und das war tatsächlich auch ein, zwei Mal kam das. Der soll nicht so viele Interviews geben, der soll mal kämpfen. Ohne Scheiß, gerade nach dem Trailer-Dreh habe ich noch zu dem Kollegen gesagt, reicht langsam. Ja. Ich bin seit einem halben Jahr oder so gesigned. Ja. Seitdem habe ich... Wir haben eine Menge Content produziert mit dir. Ja, Face-Offs und Interviews als Kämpfe, deswegen reicht also. Wird Zeit, ne? Ich glaube, das sehen wir alle so. Ich würde ein paar von diesen Zuschauerfragen erstmal stellen, weil da sind einige reingekommen. Ja, wiederholt sich viel, aber ich pick einfach ein paar raus. Viele Leute waren verwundert, dass du diesen Kampf nach all dem nochmal angenommen hast. Also wir sind natürlich froh, aber auch ich war mir nicht ganz sicher, ob du sagen würdest, ja. Also ich habe es natürlich gehofft, aber... Hast gehofft? Ja, wie erwähnt, also ich war krass abgefuckt, als es passiert ist, auch am Event in Düsseldorf, da wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob der Kampf nochmal zustande kommt, weil ich habe keine Sicherheit, ob der sein Gewicht packt. Jetzt kam natürlich das Testvideo von ihm, dass er sein Probegewicht gemacht hat, irgendwie über Silvester hinaus. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Und ihr Fighting, also NFC und ihr, ich habe gemerkt, ihr wollt den Kampf, ihr habt mich gefragt, ob ich den Kampf nochmal machen will. Die hat mir auch die Option gegeben, dass ich den Kampf nicht mache. Ja. Also NFC hat mir auch die Option gegeben, dass, also wenn du nicht willst, dann nicht. Ich hatte alle Möglichkeiten. Ich hätte auch gegen jemanden anderen kämpfen können. Dann hätte hier jemand anders hier diese krasse Arena und alles. Aber ich habe mir gedacht, ey, wenn er sein Gewicht gemacht hat, ich denke auch, er kann dieses Gewicht auf jeden Fall machen. Ja. Er muss dieses Gewicht machen können. Weißt du, allein von seiner Physis her. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, also habe ich mit Kammer gesprochen. Ich habe gesagt, ich spreche mit meinem Manager, Trainer Kammer. Wir waren uns direkt einig, stand nichts im Weg und haben angenommen. Also war über eine Nacht haben wir dann angenommen. Die Leute haben da Bock drauf. Und dann sollen die Leute kriegen, worauf die Bock haben. Ne? Das ist die richtige Einstellung. Das war die Frage von Amboslog. Der echte Pete fragt, und das ist eine Sache, da habe ich auch gedacht, ich falle vom Glauben ab. Wie fühlte es sich an, als Snoop Dogg ein Video von dir gezeigt hat? Für alle, die das nicht mitbekommen haben, also vor einer Woche etwa oder so, hat der Snoop Dogg, der verdammte Rapper Snoop Dogg, tatsächlich den Kampf von Wiens damals, beziehungsweise den Stare-Down bei der Waage und den anschließenden Kampf geteilt, was jetzt natürlich erstmal nicht so schmeichelhaft war, weil der Kampf nicht so gut ausging, aber auf der anderen Seite, Snoop fucking Dogg, Alter, wie hast du es mitbekommen und wie hast du reagiert? Kleiner Hund. Nein, alles gut. Ja, ich habe es wie immer, ich folge dem nicht, also ich habe es wie immer mitbekommen über
Erwähnung in die Kommentare, ja, weißt du? Dann irgendwann nachmittags oder abends, keine Ahnung wann das war, doch nachmittags so gesehen, boah, was ist das denn, diese Videos schon wieder, weil ist ja um die Welt, ab und zu wird es immer mal wieder gepostet, alle paar Monate, weißt du, kommt so eine kleine Welle. Da guck ich so, was ist das denn, Snoop Dogg, blauer Haken, echter Account, weißt du. Hab ich mir halt angeguckt, so, noch mit so einer Shannon Briggs Stimme im Hintergrund, weißt du, der darüber redet. Da habe ich schon die Klicks gesehen und so. Ach, ich fand das, ach, das war jetzt, also, ich fand es nicht schlimm, also, das ist über 3 Jahre her, der weiß das nicht, aber die meisten wissen es dann natürlich, dann kommt wieder so eine Welle und Kommentare und voll viele Hate-Kommentare und so weiter, aber juckt doch nicht, hat mich damals nicht gejuckt, hat mich kurz nach dem Kampf nicht gejuckt, wie soll ich das jetzt jucken, weißt du, ich habe das doch selber noch in meine Story gehauen und habe noch Wiens markiert, das war auch lustig, so, ey, guck mal, wir sind jetzt famous und so, weißt du. Hat er reagiert? Ja, hat die Nachricht geliked. Ja, sehr gut. Hast du sonst von dem aber was gehört? Er hat da nie mehr gekämpft, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe nichts mehr gehört von dem. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich fand selber lustig. Weißt du? Die Frage kommt relativ häufig, unter anderem hier von Sven, SC, LTS, Adolf gegen Wiens 2. Ist das ein Thema, was du, also klar, du hast jetzt einen Kampf anstehen und so weiter, aber ist das ein Thema, was dich ansatzweise interessieren würde? Was heißt interessieren würde? Ich weiß, also wie gesagt, gerade man hat seitdem auch nichts mehr von Wiens. Ich weiß gar nicht, ob der noch trainiert, Kampfsport macht allgemein. Aber gesetzt dem Fall, der würde anrufen und sagen, hier, pass mal auf, wenn jetzt habe ich Westfalen gesehen. Klar, dann kann man mich anrufen, kann man drüber reden, auf jeden Fall. Also, aber du könntest zufrieden sterben, wenn das nicht dazu kommt, das ist jetzt die Frage. Also, ja, genau, wie früher auch schon gesagt, ich bin jetzt nicht einer. Also, wenn ich jetzt sagen würde, boah, man muss Rematch machen, dann müsste jeder, der einmal gegen irgendeinen verloren hat, sagen, man muss Rematch machen. Dann hättest du nur noch Rematches auf der Welt, weißt du, was ich meine? Abschließend fertig, so, jeder hat mal gegen irgendjemanden verloren, weißt du? Ja. Weiter geht's, aber wenn es dazu kommt, so, dann kommt es dazu. Weißt du? Alles offen. Aber es war unwahrscheinlich, so wie die Dings gerade ist, die Situation, aber wenn die Frage so oft da war. Hast du, wir hatten ja diese Hood-Story neulich gemacht bei dir in Duisburg, wo wir so ein bisschen auch über deine Vergangenheit gesprochen haben und wir haben, wie gesagt, ja 1000 Interviews gemacht in den letzten Wochen und Monaten und irgendwie war das Feedback, also am Anfang war es ja immer so, da kam immer diese alte McGregor-Keule raus, ja, da ist ja wieder der Fake-McGregor, aber mittlerweile wird es weniger und die meisten Kommentare, die ich lese, sind: Eigentlich feiere ich den jetzt, so, ja, der ist aber erwachsen geworden und ey, seinen neuen Charakter finde ich total cool. Kriegst du das mit, dass dieses Image sich gewandelt hat und findest du es cool? Oder ist dir scheißegal? Doch, nein, ich krieg das schon mit. Also viel, also auch so in meinem Umfeld, also nicht direkt im Umfeld, aber so, man kriegt es von Leuten mit. Ich sehe das online, genau wie du, und Kommentare und so weiter, bei YouTube und so weiter. Da werden mir Sachen gezeigt, guck mal hier, ey, die feiern das, das Video war gut. Ja. Ist wahrscheinlich so erwachsener geworden, was soll ich sagen. Also hat viele Gründe, denke ich. Alles, was die letzten 3 Jahre passiert ist, mit Verletzungen und so weiter wieder und alles, weißt du. Hat dich ein bisschen geerdet sozusagen. Ja, auf jeden Fall. So, ja, ich denke schon. Du hattest, ich komme jetzt wieder auf eine Zuschauerfrage, du hattest dein Gewicht im Gegensatz zu Tasso im Dezember ziemlich safe gehabt. Du hattest sogar ein Kilo weniger. Als das, weil du irgendwie deine Waage, glaube ich, vergessen hattest oder so und auf Nummer sicher gehen wolltest. Keine Waage mit ins Hotel genommen, ja. Kai Ibe, der übrigens selbst kämpft, Amateur ist und bei der Kai letzten bei der Contenders gekämpft, bei der letzten NFC, der fragt, ob du dir vorstellen könntest, in Zukunft auch Bantam zu kämpfen. Kai, wo willst du hinaus? Ich glaube, er ist selbst kein Bantam-Gewicht. Also, nein, ich weiß, wir haben doch auch jetzt schon oft trainiert zusammen, Sparring gemacht, alles. Der kam oft immer mal nicht. Der ist durch Welter oder so, ne? Oder Profi wird der wahrscheinlich so auf 70 kämpfen, so, aber so Amateur, glaube ich, 74, 77, ja. Nee, ich denke nicht Bantam-Gewicht. Es wäre hart auf hart mit dem Gewicht, was ich hatte, so, also mit meinem Grundgewicht möglich. Mhm. So hart auf hart, richtig professionelle Weightcut und so, was ich noch nie gemacht habe. Aber ich habe lieber die Entscheidung getroffen, jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, dass ich Muskulatur und Kraft und ein bisschen Gewicht draufpacke und dann der Cut ein bisschen. Der Cut sich ein bisschen normalisiert, also ein bisschen erschwert, aber halt normaler wird, dass es nicht zu easy ist oder zu wenig, weißt du? Ja. Und dann irgendwann mal nach dem Titel greifen, der da unten gerade auf dem Tisch liegt, wo die gerade die Promo drehen für? Hundertprozentig, also ich habe hier in der Zeit, in der ich bei NFC bin, will ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Klingt echt gut. Lass uns nochmal auf Tasso kommen. Wie gesagt, ihr habt euch im Prinzip keine Beleidigung um die Ohren gehauen, aber es war mal kurz an dem Punkt, als ihr gesagt habt, okay, wir gehen raus vor die Tür und hauen uns vor die Fresse. Wie ernst nimmst du das? Wenn er oder ich irgendwie mit der Intention gekommen wären, wir boxen uns gleich oder sonst was,
Und dann hätten wir nicht vorher einen Trailer drehen können, wo wir fünfmal einen Stare-Down hatten. Ja. 5 Minuten vorher, weißt du, was ich meine? Ja. Ist hochgeschaukelt und so, aber. Also, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass man sich hier boxt oder sonst was. Wäre auch nicht so gut gewesen. Ich bin alleine hier hingekommen, ich mache meinen Job hier und tauge gleich wieder ab. Das muss man dir lassen, Maurice. Also egal, was alle Leute sagen, immer professionell, immer on point, immer da. Und ich drücke dir die Daumen und hoffe, das habe ich dir beim letzten Mal schon gesagt, als wir die Promo für den Sag was anderes. Haben. Ich will es nicht jinxen, aber ich wünsche dir tatsächlich, dass dieser Kampf stattfindet. Egal, wie das Ganze ausgeht, es geht einfach darum, dass du überhaupt erstmal da reinkommst und endlich wieder kämpfst. Ich denke, das hast du dir nach einer langen Durststrecke, glaube ich, auch einfach verdient und nach allem, was du riskiert hast, auf eine Karte gesetzt hast und so wie du dich vorbereitet hast. Der Kampf wird stattfinden am 25.03., haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, Tasso gegen Maurice Adorf. Das wird sicherlich eines der Highlights des Abends. Ihr könnt das Ganze schauen als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube, im Pay-Per-View auf Fighting.de oder auf Sport1. Und natürlich gibt es noch Tickets unter Fighting.de/Tickets. Ihr seht die Halle, die ist riesig, schlagt zu. Die besten Plätze, die gehen weg wie warme Semmeln. Parkett ist schon ausverkauft, Unterrang fühlt sich auch langsam. Maurice, die letzten Worte gönnen dir. Ja, du hast, glaube ich, schon alles gesagt. Holt euch auf jeden Fall schnell die Tickets für dieses Event in dieser Halle am 25.03. Westfalenhalle Dortmund. Wird das krasseste Event, was auf jeden Fall bis jetzt auf die Beine gestellt wurde. Heftige Kämpfe, heftige Kämpfer auf der Fightcard. Und ich denke mal, sobald so der Black Table und so rauskommt, werden die noch ein bisschen heißer sein. Ah, die sind jetzt schon heiß genug auf den Kampf. Ich deswegen, auch, also holt euch die Tickets mit meinem Code am besten. Wie ist der Code? Die haben so komische Codes, die es mal gemacht haben. Ist auf meiner Insta-Seite. Die sind ganz kompliziert, die Codes. Stimmt, weil das ja Eventim hat das so vorgegeben. Die sind tatsächlich relativ kompliziert, aber ja. Es gibt ein Erklärvideo, den nächstes hauen wir auch noch raus. Habe ich auch gestern rausgehauen. Siehst du, also ja. Code und Video findet ihr bei Maurice auf der Seite. Alles andere findet ihr auf fighting.de. Das war's von uns für heute. Bleibt gesund und haut rein. Ich dachte, 2022 endet bei mir mit meinem Comeback nach fast 3 Jahren. Die Nachricht hat für jede Menge Unmut gesorgt. Anastasios hat das erforderliche Kampfgewicht nicht gebracht. Ich kann mir jetzt keine Gedanken darum machen, ob der sein Gewicht packt. Ich mache mir Gedanken um den Kampf. Den habe ich im Kopf. Da muss der Tag noch kommen. Da wird auch das Gewicht passen, da wird alles passen. Und dann werden die Leute sehen, wer wirklich ballern kann. Ja, die Halle hat so eine Stimmung, als wenn die nur für Kampfsport gemacht ist. Wie so ein Schlachtfeld. Im Kämpfen, da kannst du keine Maske anziehen. Im Training kannst du eine Maske anziehen, draußen kannst du eine Maske anziehen, aber da drin zeigt sich, wer du bist.